Es gibt viele Leute, sie arbeiten so viel, sie haben keine Zeit, in andere Länder zu gehen, zu studieren oder das zu machen, was ich mag, ja. Und ich lebe, wir sagen auf Englisch so von Hand zu Mund, ich weiß nicht, auf Deutsch, und das heißt, ich habe kein Geld, wenn ich arbeite, ich kriege ein bisschen und ich lebe davon, dann ist das Geld weg, dann kriege ich ein bisschen mehr und ja, und so lebe ich halt, ja. Ich habe keine ständige Wohnung, ich habe kein Haus, ich habe zwei Rucksäcke und ich reise überall auf billigste Möglichkeit. Ich schlafe in dem Tempel oder bei der Kirche oder sonst wo in der Kampfsportschule oder sowas. Und das ist mein Leben. Also auf einer Seite sehr hart, auf der anderen Seite super. Ja, ich lebe unter den Leuten und ich kann die sehr gut verstehen. Dadurch, dass ich Chinesisch kann, hilft das sehr viel, wenn man überall in Asien reisen will oder studieren will. Ja, es gibt also die chinesische Sprache wird in jedes Land in der Welt gesprochen. Es gibt die Minderheit, die chinesische Minderheit. Und hier in Asien sind sie teilweise die reichste oder beeinflussreichste Leute, die die meisten Einfluss haben, entschuldigen. Und ich gehe hin, ich rede Chinesisch, dann bin ich gleich akzeptiert. Aber so wenig, so unhäufig ist, ja, dass ein weißer Mensch, ein ausländischer Mensch kommt, der kann Chinesisch reden. Ja, ich ging in Kambodscha, habe zuerst unter den Chinesen gelebt, bis ich die kambodische Sprache erlernt habe. Dann konnte ich mit den Kambodschanern mehr zu tun haben. Und in Malaysia jetzt das Gleiche. Ich wohne unter chinesischen Leuten in chinesischen Stadtvierteln, aber ich arbeite bei der Regierung, also mit den Islamen, mit den Muslimen, Malay. Und ist super, ich kann die beide verstehen. Und ich hoffe auch, dass die Malay-Leute, mit denen ich arbeite, die Muslimen, ich hoffe, dass sie ein bisschen Verständnis haben für die Chinesen. Ja, sie leben also, sagen auf Englisch side by side, ja, nebeneinander. Aber sie haben keine Verständnis voneinander. Also selbst der Guru, versteht sehr gut Katholiken. Er kann es verstehen, er kann das beherrschen, weil es also gleich nebenan Islam ist, aber Buddhismus ist ganz weit weg. Und auch weil es in der Bibel sagt, dass man nicht, also man darf nicht viele oder verschiedene Götter haben. Und die Muslime, sie sehen das bei den Buddhisten oder Hindu, die in Malaysia leben, und sie finden das gleich schlecht. Und sie können dann mit denen nicht so viel zu tun haben. Auch die Malay, viele können kein Englisch reden, und die Chinesen und die Indien, sie sprechen sehr gut Englisch oder Chinesisch. Und die Malay normalerweise können kein Chinesisch, kein Indiensprache, also nur Malay und teilweise Englisch. Also ich hoffe, dass ich so ein Zwischenmensch bin, ne? Ein Go-Between. Und auch mein Kameramann, mein Assistent in Malaysia sind alle Chinesen, und sie gehen mit mir dann in die regierungsoffizielle Veranstaltungen, Meeting und so weiter. Und ich hoffe, dass das also wirklich, dann finden die Chinesen und Malay, vielleicht können sie ein bisschen zur Kultur austauschen und einander besser verstehen. Und dann mit dem Video und Reportage, die ich mache, ich hoffe, dass Leute überall in der Welt das verstehen können. Also mein Lebensabenteuer geht weiter. Ja, ich bin 44 Jahre alt und ich hoffe, dass ich im September in Malaysia Profi kämpfen will. Und ich bringe meine Mannschaft von Kambodscha. Ich habe einen Sponsor in Malaysia gefunden. Die Mannschaft reisen wir nach Malaysia. Und ich hoffe, dass dann so ein guter kultureller Austausch stattfinden kann. Und ja, ich werde weitere Sprachen und alles studieren, und ich hoffe, dass ich die Malay-Sprache bald studieren kann, weil ich so wenig Geld habe, sehr schwer für mich, also Malay zu studieren, aber die Sprache ist ähnlich. Also die Sprache an sich ist sehr leicht, aber ich habe keine Zeit, kein Geld zu studieren. Also wenn es Sponsoren gibt, ja, kannst du Geld an mir schicken. Ich habe so PayPal-Account auf meiner Website www.speakingadventure.com. Aber gut, also meine Bücher sind auch, also mein Buch Warrior Odyssey, das geht um die ersten 6-7 Jahre von meiner Reise durch Asien und verschiedene Länder dann. Also jeder Kapitel ist ein
ein Land, so Kambodscha, Thailand, und Taiwan, China und so weiter. Und dieses Buch kannst du auf Englisch bekommen und in alle Länder, in große Buchhandlung und auch durch im Internet, Amazon.com. Die anderen Bücher, also The Monk from Brooklyn und die anderen fünf Bücher, die ich geschrieben habe, kannst du auch über Amazon bekommen. Und ja, sie gehen um Thailand und Kambodscha und Taiwan und China. Und ich mag weiter. Und auch jetzt in der Fernseher in Europa kannst du mich teilweise sehen auf der Kill Arman TV-Show. Und das hat in Finnland angefangen, aber jetzt ist überall in Asien auf Kabelfernseher Kill Arman. Und ich bin in zwei Episoden von Kill Arman, eine in Thailand und eine in Taiwan. Und ich mag Dolmetscher für ihn und auch Kämpfer und alles. Und sehr toll und sehr lustig, auch auf der Human Weapon und verschiedenen Shows von Amerika. Also, ja gut, es geht weiter, ne? Ich habe 10 Jahre also gemacht und hoffentlich mache ich 10 Jahre mehr, noch 10 Jahre. Und ja, ich hoffe, dass die Leute in Deutschland es folgen können und es hilft ihnen wirklich. Und wenn du Fragen hast über Asien oder asiatische Sprachen oder Kampfsport, einfach, also, schreib mir ein E-Mail oder sowas und auf Deutsch oder auf Englisch oder Französisch, Chinesisch, egal. Und ich kann das beantworten. Okay, vielen Dank für alles und danke Deutschland für meine Ausbildung. Und ja, ich hoffe, dass alles besser in Deutschland geht mit der Wirtschaft und der Arbeitslosigkeit und so weiter. Ich hoffe, dass, ja, ich glaube, die Deutschen werden immer gut machen. Ne? Das ist immer Deutschland. Okay, vielen Dank. Oh, und am Ende jeder Sendung sage ich, schön, dass die Leute für Burma anbieten. Ne? Also, please say a prayer for the people of Burma and the people of Shan State. Vielen Dank.